Cheltenham, Harrow, Cambridge und Indien. Phonetik, die Wissenschaft der Lautbildung. In der ganzen Stadt bin ich unbekannt mit dir und habe jetzt gesagt, wo sie ihre Kinder in Blumen verkaufen können. Professor, hier geht's. Sind Sie hier? Was gibt's, Mrs. Pierce? Ein junges Mädchen möchte Sie sprechen. Sie werden ja wohl nicht so unverschämt sein, das Gleiche verlangen, wo Sie mir das deiner eigenen Muttersprache beibringen. Ich zahle Ihnen 10 Pfund und mehr nicht. Du Andi, rührt, wenn du nicht augenblicklich mit diesem Gewinsel aufhörst. Die Augen wischen und auch die Nase, wenn es nötig ist. Das da ist ein Taschentuch, das ist ein Ärmel. Lisa, stell dir vor, Pralinen jeden Tag, Kartons voll, ganze Tonnen. Oh, lass ein Pfeifer nicht sein Nacht. Dann fängt ein Krankensdasein ab. Wenn du irgendetwas planst, plan sie das, was du nicht ahnst. Und bei Augen ist das Sieg und sie das, was du willst. So gefällst du mir, wir könnten doch... Sie wohl, Professor Higgins.